Möbelmachern am Gemeinschaftsstand Nürnberger Land, ausnahmsweise mal in Nürnberg. Heute zur letzten Kochshow um 15 Uhr mit Heimat auf dem Teller und Thomas Schwab vom Schwabhof. Ja, grüß Gott zusammen. Ich kann nicht anders als zu sagen, vervollständigt die Reihe Alexander Herrmann, Diana Künkel. Also es gibt eine ständige Steigerung, ne, von heute früh bis heute Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und bei mir muss halt einfach das Produkt überzeugen. Ne? Das ist ganz wichtig und das wollen wir heute ausprobieren. Genau, das Weideschwein aus Wieritzhofen. Aber du kannst schon mal schneiden. Und ich beginne damit, dass ich schon mal so ein bisschen Speck anbrate. Hat erstens den Vorteil, dass wir schon ein bisschen ausgelassenes Fett haben. Und zweitens schmeckt es, wenn es dann schön kross gebraten ist, ganz hervorragend. Ich mache zwischendurch einen kleinen Zwiebelschneid kurz, weil das Zwiebelschneiden doch zu den schwierigen Dingen zählt. Wichtig ist, dass Sie die Zwiebel erstmal halbieren. Und jetzt kann ich nämlich die Schale hier, indem ich das Messer einfach nicht zum Schneiden, sondern ein bisschen flach halte, kann ich sie hier sehr einfach abziehen. Und ich lasse den Strunk dran, das ist das Wichtige. Strunk bleibt dran. Einfach so rum hier abziehen. Und dann haben wir das große Glück, dass wir die Messer von Nessmuk hier präsentieren dürfen. Das sind, also ich habe schon seit 30 Jahren Handwerksmesser und habe immer behauptet, was anderes braucht man nicht. Und es ist auch richtig, das braucht man nicht. Das ist nur was Spaß macht und was Freude macht. Wir haben alle Messermodelle in dieser Vitrine da hinten. Da liegen auch die Preislisten dabei. Also wenn jemand sie ausprobieren will, wir haben auch Schinken, wir haben Tomaten, auch Speckschneiden von den Stücken ist sicher was Nettes. So, die Zwiebel. Der Strunk zeigt von Ihnen weg. Man macht die finale Rettungskralle, krallt also da die Finger zusammen, zieht nach hinten. Ich glaube, von oben kann man es halbwegs sehen. Ja, aber hinten wahrscheinlich, ne? Aber hier kann man es ja auch sehen, ne? Also, Kralle nach hinten wegziehen. Das Messer fährt immer am Finger entlang, deswegen braucht man ein breites Messer. Das hat nichts mit Angeben und Männern und Messern zu tun, sondern es ist einfach ein Handwerk. Und dazu hat man irgendwann mal gemerkt, so ist es besser, wenn ich so rumschneide. So, jetzt habe ich das hier als Fächer, sie ist aber noch im Ganzen. Ich drehe sie um 90 Grad, mache das Gleiche wieder und ziehe hier wieder nach hinten durch. Und jetzt wird es irgendwann blöd, jetzt klappe ich die Zwiebel so rum. Schneide da wieder so lang, wie ich Platz an den Fingern habe, klappe sie zurück und habe den Strunk übrig. So, und das mache ich jetzt noch ein paar Mal, weil wir wollen die Soße damit machen. Aber jetzt kann man schon wieder an den Thomas und seinem Weideschwein übergeben, was du gerade treibst. Wir probieren ja heute zwei verschiedene Möglichkeiten, das Fleisch zuzubereiten. Das eine ist, das fange ich jetzt gerade an, die Kotelett Medaillons, das ist also ausgelöstes Kotelett, auf dem Teppan kross anzubraten und dann im Backofen bei 100 Grad fertig zu braten. Und die zweite Variante, dafür haben wir ja Schulter und ein Stück Halsbraten, glaube ich, gewählt, ist das vorher im Sous-Vide bei 55 Grad zu garen und dann zum Schluss nochmal auf dem Teppan kross zu braten. Schauen wir mal, es sind zwei unterschiedliche Fleischsorten, sodass das eine eben, wenn es vorher gegart ist, einfach besser ist. Sie können es probieren. Das Kotelett ist halt ein bisschen fest, also ist so für die richtigen Fleischesser ist es sicher das Richtige. Und wir haben das gleiche gestern schon gemacht, sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Die eine, die gesagt hat, nee, das ist doch Fleisch, da muss man drauf beißen können. Und die anderen haben gesagt, das andere ist so zart. Das probieren Sie jetzt einfach aus. Wir machen eine kleine Soße dazu mit grünem Pfeffer. Wir haben das Glück, wir müssen nicht darauf achten, dass es für Sie jetzt die absolute Sterneküche ist. Obwohl es natürlich eine Steigerung von heute früh über heute Mittag bis heute Abend ist. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Wir geben auch unser Bestes. Ich habe das schon gelernt. Aber prinzipiell geht es darum, dass wir erklären, warum unsere Küchen so aussehen, wie sie wollen, wie man sie gemeinsam entwirft, weil wir die in Einzelanfertigung machen und was die Besonderheit
am Weideschwein von Lieritzhofen ist. Dafür haben wir den Thomas dabei, der uns das erklärt. Denn eigentlich bräuchte ich dazu 2 Stunden, aber da kann man ja sogar einen Schweinebraten machen in der Zeit. So viel Zeit haben wir nicht. Es gibt 4 Sachen, die wichtig sind. Das Grundsätzliche ist Respekt zur Natur. Respekt zur Natur heißt, dass wir den gesamten Betrieb ökologisch bewirtschaften. Und es heißt natürlich auch, dass wir ein Höchstmaß an Tierwohl uns auferlegt haben. Das heißt, unsere Tiere leben das komplette Leben im Freien, auf der Weide, haben Hütten, sommers wie Winter, die aussehen wie so Indianertippis und haben die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Ich war auf Jugendlicher im Regenreitmühle und da gab es diese Hütten ein bisschen größer, einfach als Übernachtungsmöglichkeit für Schüler und Schülerinnen. Das war ganz lustig. Und wie ich die erste Mal das gesehen habe in Lieritzhofen, habe ich gedacht, na, das erinnert mich jetzt aber. Und ihr nennt sie Tippis, oder? Ja, Indianer-Tippis, genau. Also eins muss ich ja mal sagen. Reden und Kochen ist echt brutal schwer. Für jemanden, der das nicht oft macht, ist das brutal schwer. Das kriegst du schon hin. Das Dritte, also Respekt, ökologische Landwirtschaft, dann das Tierwohl, Leben im Freien. Natürlich trainieren die ihre Muskeln ganz anders, wenn die wühlen, als wenn sie die ganze Zeit nur im Stall stehen. Und was ganz wichtig ist, ist die schonende Schlachtung. Ich habe das Glück, dass in Lieritzhofen ein Landgasthof Seewald ist, der auch EU-zertifiziert ist, mit dem ich schon von Anfang an zusammenarbeite und bei dem einfach meine Schweine geschlachtet werden auf eine Art und Weise, die absolut schonend ist, die eigentlich nichts davon mitbekommen. Das Schlachthaus ist 400 Meter vom Gehege weg. Das einzig Hinterlistige an der ganzen Geschichte ist, dass wir die Schweine auf den Anhänger locken mit. Zurzeit lieben sie ganz besonders die Walnüsse, aber das gibt es auch mal Salat oder was es halt einfach gibt, irgendwelche Leckerbissen und dann gehen die rauf und bekommen eigentlich von dem Ganzen dann einfach nichts mehr mit, weil die dann mit der Elektrozange betäubt werden. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass die Tiere schonend geschlachtet werden. Wenn man sich überlegt, dass in einem Schlachthof, in den ganz großen Schlachthöfen bis zu 20.000 Schweine am Tag geschlachtet werden, dann kann man sich vorstellen, Schweine sind absolute Herdentiere, soziale Wesen. Wenn die in eine Gruppe kommen mit 300 fremden Schweinen, dann kriegen die Panik und dann schießen die Stresshormone ins Fleisch und ich möchte so ein Fleisch einfach nicht essen. Aber das ist wirklich, Sie müssen wirklich mal nach Lieritzhofen fahren, das ist so ein schönes Schauspiel, wenn die Schweine da hinter dem Zaun sind. Und Kinder lieben das total, weil die rennen immer mit den Schweinen um die Wette. In dem Moment, wo die Kinder losrennen, rennen die Schweine ja auch mit. Und das ist natürlich das absolute Erlebnis. Und da freut sich dein Metzger, ne? Weil der hat einen Gasthof auch. Ja. Und die Kinder wollen dann immer zu den Schweinen. Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt gerade dabei, die Kartoffeln zu schneiden. Für unsere den Karotten hinterherkommen. Ich schwitze jetzt im Moment hier einfach nur die Zwiebeln an. Das soll nachher eine ganz schnelle Soße, die wäre sogar vegetarisch, wenn ich jetzt statt dem Fleischbau von dem, was im Beutel war, vom Sous-Vide-Garn, vom Schwein, wenn ich stattdessen Gemüsebrühe nehmen würde, wäre es genauso möglich, wäre die gleiche Soße, aber halt nicht so schweinisch. Ist mal fast ein wenig zu hoch. Sie sehen hier die erste höhenverstellbare Küche, die auch die Schränke mitnimmt. Es gibt mehrere höhenverstellbare Küchen, aber da fährt nur die Arbeitsplatte hoch. Das ist die einzige, die Schränke komplett mitnimmt. Und das sowohl im schwülen Bereich, also das kann ich auch da hinten. Das hat den großen Vorteil, wenn Sie unterschiedlich große Köche und Köchinnen haben. Das hat den Vorteil, was ganz Besonderes, wenn Sie nämlich eine Gleitsichtbrille haben, eine neue, und noch nicht so genau wissen, wo die genau scharf stellt. Dann kann man sich das genauso hinstellen, dass man wieder sein Zweitbrett scharf hat. Das, ja, habe ich zusätzlich gelernt bei der höhenverstellbaren Küche.
Darauf ist dann natürlich Massivholz. Das hier ist eine Keramik, auch die Spülenarbeitsplatte. Wenn Sie sich mal im Original anschauen, sieht so etwas verkratzt aus. Ist Absicht. Weil es hinter der Firma, wo die hergestellt wird, diese Platte, die werden gebrannt. Weil es sind mehrere Kindergärten und da müssen die Kinder immer da sitzen und so die Platten zerkratzen. So, jetzt löschen wir hier mit dem Fond. Das kochen wir dann eine ganze Zeit lang ein. Und grüner Pfeffer ist. Da kann man jetzt streiten. Die einen sagen, der grüne Pfeffer muss fest zerdrückt werden, dass er einfach nur die ganze Soße scharf macht. Und der andere sagt, der grüne Pfeffer muss im Ganzen drin sein, dass man drauf beißt und den grünen Pfeffer spürt. Das kann man einfach machen, wie man will. Muss mal schauen. Das besonders Gute an dem Kotelett ist, es brennt kein Wasser raus, weil einfach kein Wasser drin ist. Weil durch das, dass die Tiere fast dreimal so alt werden und das Fleisch so langsam wächst, enthält es ganz, ganz wenig Wasser. Und das hat den Vorteil, dass man die dann auch knusprig anbraten kann, weil einfach kein freies Wasser sich bildet, das dann zum Kochvorgang führt. Sollte schon in den Ofen das Fleisch oder noch ein bisschen draufbleiben? Kann man in den Ofen tun. Okay, dann haben wir ein Blech da? Dann mache ich, ja. Claro. Nimmt auch den Stress. Aber ich kann dich beruhigen, auch Alexander Herrmann hat sich vorher zurück in unser Kapuff zurückgezogen, um sich zu konzentrieren und zu sammeln und kam dann erst raus und hat seine Show abgezogen. Also so gesehen, mach dir keine Gedanken. Das ist so. Ganz gleich an die Seite drüber schieben. Seitlich drüber schieben? Das, genau, so. Ja, genau. So, das kommt jetzt in den Ofen. Gestern haben wir 120 Grad gemacht, heute machen wir nur 100 Grad, waren Thomas etwas zu viel. Ne? Das ist jetzt fertig hier. Das ist so. Dann machen wir das abnehmen, dann tun wir es auch mit den Ofen. Teller. Ja. Tun wir es auch mit Teller. Ja. Da. Ja. Der sieht viel besser aus. Gut, dann schneide ich mal Kartoffeln weiter. Aber es ist ein wenig zu niedrig wieder, ne? Die Küche oder die Temperatur? Die Küche. Für dich zum Schneid. Bist du da, okay. Wenn man dann auch noch, aber jetzt, wenn man das hohe Schneidbrett hat und ausgerechnet der große das hohe und der kleine, aber wie gesagt, wir üben noch. Wir haben es ja erst seit ein paar Tagen. Die Küche, wir haben da ziemlich lange dran entwickelt. Das sind Hebesäulen von Linac, mit denen wir auch die Schreibtische machen. Da hinten steht auch so ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder dieses Pult hier ist höhenverstellbar, da ist ein Akku drin. Wenn Sie rumgehen an dem Pult, da ist drunter ein Hebel, fahrt es doch mal rauf und runter, auf der linken Seite, genau, so geht's rauf, so geht's runter. Deswegen haben wir mit Linac eben sehr viel zu tun und haben wir schon immer gesagt, wir möchten mal zusammen eine echte höhenverstellbare Küche entwickeln, die die Schränke mitnimmt. Und das ist natürlich nicht ganz ohne, denn Sie brauchen ein Gestell, das auf den Säulen drauf ist, das das ganze Gewicht trägt und das sind rund 1000 Kilo. Insgesamt, deswegen haben wir da ein bisschen dran entwickelt, da haben wir Gott sei Dank einen genialen Menschen für Edelstahl, der auch diese Outdoor-Küchen da für uns herstellt in Einzelanfertigung, so wie man das einfach haben will, dass man diese ganzen Probleme direkt in der Nachbarschaft, der ist in Happurg, wir sind in Untergrumbach, wer weiß, wo Untergrumbach ist? Ein paar, aber nicht alle. Von hier aus fahren Sie ungefähr 28 Kilometer Richtung Prag auf der Goldenen Straße und landen dann genau in Hersbruck. Und in Hersbruck biegt man Richtung Oslo ab und dann sind es nur noch 3 Kilometer im schönen Sittenbachtal, bis man dann tatsächlich in Untergrumbach angekommen ist. Und da machen wir die Massivholzmöbel in Einzelanfertigung, das heißt, wir entwerfen die gemeinsam mit Ihnen und bauen sie dann und machen das mit dem Holz aus der Region so konsequent, wie der Thomas seine Schweine hält. So gehen wir mit den Bäumen um, sägen die selbst am Gelände und bauen dann danach, nach ein paar Jahren, im Außenlager die Möbel. Hat alles mit Zeit zu tun. Bei dir ist es ja auch
eine Frage des Alters der Schweine, ne? Das Alter der Schweine ist ganz wichtig, weil einfach ein Schwein, ein Fleisch nach 6 Monaten, mit dem konventionelle Schweine geschlachtet werden, noch nicht fertig ist. Weil so diese Marmorierung fängt eigentlich erst so ab dem 9. Monat an. Und bei uns feiert jedes Schwein Geburtstag. Und das merkt man einfach auch, das Fleisch hat eine ganz andere Konsistenz. Weil die Fettäderchen, die das durchziehen, dann beim Garen und beim Braten, schmelzen die und die geben dann eben den feinen Geschmack, den Sie dann hoffentlich auch merken, wenn Sie es probieren. Was noch bei uns ganz wichtig ist, wir machen natürlich auch Wurst, weil unser Fleisch, also bei den Schweinen wird ja auch Wurst gemacht aus dem Schwein. Und das Wichtige ist, dass wir nur Warmfleischverarbeitung machen. Das heißt, die Wurst wird am selben Tag, an dem das Schwein geschlachtet wird, auch hergestellt, sodass das noch das eigene Wasserhaltevermögen hat. Der Glykogenabbau ist da noch nicht so fortgeschritten und wir deswegen auch keinerlei chemische Hilfsstoffe wie Phosphate oder Emulgatoren, solche Dinge brauchen, um unsere Wurst herzustellen. Deswegen ist das Schlachten auch ein richtiger Stress, ne? Also da ist man dann schon, dass man das alles noch... Ja, so ein Schlachttag hat schon 12, 13 Stunden von Anfang bis Ende. Ja. Aber das ist halt einfach das, dass an einem Tag das Tier vom Leben bis ins Wurstglas gebracht wird. Das ist ja heutzutage total ungewöhnlich, weil heutzutage das alles so spezialisiert ist, da gibt's Metzger oder Fleischer, die in ihrem Leben noch nie ein Schwein geschlachtet haben, zum Beispiel. Und das kommt halt von früher. Mein Vater war früher sogenannter Brandmetzger, der auf den Bauernhöfen die Schweine bei den Bauern geschlachtet hat. Und da war ich als Bub natürlich einmal mit dabei und habe mitgeholfen. Und da hat man das eigentlich gesehen, wie das ist, wenn morgens das Schwein geschlachtet wird und abends um 5, 5:30, da hat es dann Kaffee gegeben, weil da war dann alles gemacht und dann war der Tag rund und war gut. Und das versuchen wir jetzt eben heute in dieser Tradition auch so fortzuführen. Ja, und du bist ja auch Mitglied, nicht nur einfaches Mitglied, sondern auch Vorstandsmitglied von Heimat auf dem Teller. Das ist ja die Basis eigentlich unserer Kochshows hier auf der Consumenta. Jeweils Mittag mit den Wirten, mit Werten und nachmittags um 3 mit Heimat auf dem Teller. Da geht es ja auch um Werte sozusagen. Und das... Ja, Heimat auf dem Teller, der Verein, wurde ja, glaube ich, 1998 in deiner Werkstatt gegründet, als es eine Ausstellung gab. Die Idee dazu, muss man dazu sagen, entstand sicher da. Das war der erste Tag der Regionen. Da war die Werkstatt noch ganz neu, da haben wir gerade erst gebaut. Und da hatten wir eben schon alle eingeladen, die hier was Vernünftiges in der Region machen. War das Lehnberger Hoftheater dabei, die ganzen Direktvermarkter. Und unter den Direktvermarktern mit den Gastronomen ist dann halt die Idee entstanden, gemeinsam einen Verein zu gründen. Von dem du jetzt Vorstand? Stellvertretender Vorstand. Erzeuger. Es gibt zwei Stellvertreter, einen von Seite Gastronomen und einen von Erzeuger. Die Idee dahinter ist einfach, dass die Gastronomen und die Erzeuger im Landkreis Nürnberger Land zusammengeführt werden und dass die Gastronomen hauptsächlich Produkte von regionalen Anbietern aus dem Landkreis verwenden. Das Ganze kann man auch auf der Speisekarte, auf dem Emblem und auf dem Logo sehen. Dann weiß man, dieser Wirt beteiligt sich daran und er verwendet einfach Produkte aus dem Landkreis. Super. Und das funktioniert ganz gut. Es wird gelebt und es gibt dann auch ein-, zweimal im Jahr Aktionen, werden Rouladenwochen oder je nachdem, was halt gerade so saisonal anfällt. Und das belebt natürlich die Gastronomie und für die Erzeuger hat es den Vorteil, dass sie eine kontinuierliche, feste Abnahmequelle, dass sie verlässliche Abnahmequelle haben. Also genau. Win-Win-Situation. Nee, und das Sous-Vide? Ja. Soll ich das raus? Mal raus? Ja, genau. Willst du da was dazu erklären? Naja, wir haben im Jahr 2013 das Sous-Vide-Garn entdeckt auf einer Messe, wo wir den Hubertus Pfirner kennengelernt haben, der übrigens auch immer diese Messer verwendet hat. Deswegen habe ich mich damals schon ein bisschen da rein verliebt, war aber noch tapfer und habe gesagt, das braucht kein Mensch. In der Zwischenzeit lieb ich sie heiß und innig. So,
Und deswegen ist häufig in unseren Küchen auch ein Einbauthermalisierer eingebaut. Ansonsten gibt es natürlich auch Standgeräte, die man sich auch in den Keller stellen kann. Weil wir haben jetzt das Schwein hier 24 Stunden gegart. Und da ist es egal, wo es steht. Wenn man das ständig für Steaks macht oder sowas, wo man nur eine halbe Stunde braucht, dann will man nicht dauernd in den Keller. Aber nach unserem Gefühl ist so das Langzeitgaren, das Niedertemperaturgaren natürlich gerade für die einfachen Fleischstücke das Wichtigste. Weil der Thomas hat ja nichts davon, wenn ich sage, ich will alle seine Koteletts, weil die kriegt er am leichtesten los. Es geht darum, das ganze Schwein zu verarbeiten und da geht es natürlich dann auch um Bratenstücke, um einfache Stücke. Und ich sage, ich hätte gern das und das oder was anderes, wenn es anders ausgeht. Weil der Thomas sagt ja, er schlachtet und dann kann man bestellen und dann kommt es halt darauf an, wer was bestellt und irgendwann ist das halt aus. Aber wo Wurst? Die beste Wurst, die der Thomas macht, ist die Habanero. Das ist eine Pfefferbeißer, der ist richtig scharf. Also nicht so, wie man sich halt in der Metzgerei gerade noch brauen könnte, sondern der ist richtig scharf. Und die ist also, die liebe ich. Das Habanero-Gewürz, ich habe wirklich eine feine Waage, die 0,1 Gramm genau wiegt. Aber wenn ich hier 10 Kilo Wurst mache, kann ich mit der Waage das Habanero-Gewürz nicht wiegen. Weil es einfach, bis die Waage anschlägt, kannst du es schon immer essen. Da muss man einfach nach Geschmack gehen und nach Gefühl. Genau. Die Habanero so. ist ja eine Bratwurst, im Grunde genommen eine Bratwurst, die geräuchert wird und einfach mit dem Chili-Gewürz gewürzt wird. So, in meiner Soße ist jetzt nur ein Haufen Zwiebel. Das ist das, was vom Sous-Vide-Garn da ist. Es ist der grüne Pfeffer. Es ist ein wenig Salz. Und eine Menge Weißwein habe ich da noch mit rein. Ja. Reicht das? Ja. Das kann man ein bisschen runterstellen, vielleicht auf 7. Ja, mache ich. Ich habe jetzt hier das Sous-Vide gegarte Fleisch, einmal Hals, einmal Schulter. Das wir jetzt einfach nochmal anrösten, wie sagt Alexander Herrmann, und aromatisieren. Ja, unbedingt. Wir braten es nicht, wir aromatisieren ja nur. Haben wir schon was gelernt heute früh, oder? Ja, klar. Wir arbeiten hier mit dem Teppanyaki. Das ist eine Platte, die aus in der Zwischenzeit ein guter Freund von uns, beziehungsweise der Vater von einem guten Freund, aus Japan mitgebracht hat und die gibt es seit 50 Jahren quasi unverändert. Und die kann man kombinieren mit anderen Kochfeldern auch. Und der Name Teppanyaki kommt aus dem Japanischen. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte. Tetsu und Pan wird assimiliert zu Teppan. Und Yaki heißt einfach gebraten. Und das Schöne daran ist, dass sie hier die Fläche haben, auf der großen Platte von 5,6 Pfannen. Die kleine hat auch schon 3,2, aber 5,6 Pfannen ist natürlich was in jedem Bereich, und selbst wenn Sie nur für zwei Leute einfach nur Zucchini-Scheiben oder Auberginen-Scheiben und sowas machen, dann kann man tatsächlich den ganzen Teppan volllegen und das dann zu zweit essen. Das macht Freude. Die Kartoffeln und Karotten brauchen jetzt nur noch eine Minute. Die sind im Druckdampfgarer. Da habe ich die Garbehälter rein, habe ihm gesagt, er soll 120 Grad machen und das in 3 Minuten dann die Kartoffeln garen. Und das kann der, das heißt der Druckdampfgarer ist das Gerät, dem Sie sagen, was es machen soll, der nicht widerspricht, der das macht, was Sie sagen und der dann piepst, wenn er fertig ist. Also schöner geht es eigentlich in der Küche nicht mit solchen Menschen, sondern mit solchen Dingen zu arbeiten. Jo. Was brauchen wir? Ich drehe sie noch einmal um und dann sind es fertig. Dann an die Koteletts sind wahrscheinlich auch schon. Ja, wir sind gut in der Zeit. Da hätte ich natürlich draufdrücken müssen. Den Wein, den Sie im Glas haben, der ist vom Weingut Höfling, ein Spätburgunder. Die unterstützen uns die ganze Woche. Ist auf den Tischen liegen auch überall die Prospekte vom Weingut Höfling. Da finden Sie alle Rebsorten, die dort angebaut werden. Und wenn Sie noch den anderen probieren wollen, wir haben auch noch andere Weine da. Sie können gerne, schenken wir Ihnen auch den Silvaner ein, den wir hier haben. Oder was Sie sonst noch interessiert daran.
Wie gesagt, wir machen massiv Holzmöbel, aber ausnahmsweise hat sich das vor kurzem ergeben. Wir haben einen Küchenkunden, der baut High-End-Plattenspieler. Und da wollten wir natürlich unbedingt die Holzchassis dazu bauen. Dann sehen Sie jetzt auch da hinten den ersten mit unseren Massivholz-Tischbaum gebauten Plattenspieler. Und dann haben wir natürlich Boxen gebraucht, die irgendwie dazu passen. Ich habe den Kunden auf der Messe besucht und habe dort die Wiener Lautsprechermanufaktur kennengelernt. Und habe mit ihm gesprochen und gesagt, Mensch, eure Boxen sind so schön, die würden super zu unserem Plattenspieler passen. Könnten wir denn die haben oder wie können wir das machen? Er sagt, na, Sie haben doch eine Schreinerei, bauen Sie es halt selber. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt, haben die entworfen. Also das sind komplett neue Modelle. Die Technik ist alt, die Technik ist aus einer schon lange eingeführten, Box. Und deswegen haben wir jetzt nur das Design gemacht, haben die Box hergestellt. Das Ganze ist nach Wien gegangen, dort haben sie die Technik eingebaut. Und jetzt steht es hier, der Verstärker auch, die bauen auch Verstärker in einem massiven Kirschbaumgehäuse. Und daneben steht noch eine Tonbandmaschine, die ist 10 Jahre jünger als ich, die ist von 1972. Und der haben wir halt auch noch einen Rahmen verpasst, dass es da dazu passt. Jo, du willst noch nee, weniger? Viel weniger. Ganz aus? Dann nee. Einfach. Achso. So passt. Okay, wunderbar. Den Backofen habe ich ausgemacht. Ja, okay, ja, ja. Dass ja. Sie da ein bisschen rum können. Ah ja, okay, gut, sozusagen. Wunderbar. Dann brauchen wir nur die Kartoffeln, das Gemüse. Ja, ja. So, tun wir die Kartoffeln drauf. Wie gesagt, im Druckdampfgarer machen Sie natürlich alles, was Gemüse ist, Spargel, aber Sie machen auch Nudeln, Sie machen Reis, Sie machen rohe Klöße, Sie machen im Prinzip alles, was Sie sonst im Topf machen, können Sie da reinstellen und hat den großen Vorteil, Sie müssen auf nichts achten, der macht es einfach und Sie können dann ein bisschen ausmachen. Ja. Oh ja. Da kommen die Gabehälter rein. Er hat wie alle Druckgeräte ist er rund, weil da der Druck natürlich am leichtesten, am besten, am gleichmäßigsten sich verteilt. Und jo, dann braten wir jetzt noch ganz kurz die Kartoffeln an. Mal hier. Ja, die Soße ist durchaus scharf, also auf den grünen Pfeffer, wenn Sie beißen, werden Sie an mich denken. Tja. Und drin ist nur Zwiebel, Wein, grüner Pfeffer, das Weideschwein und Creme Fraiche. Das ist das Puristische ist oftmals auch das Beste. Bei uns in der Wurst sind nur 4 Gewürze, Salz, Pfeffer, Majoran und Piment. Sonst nichts. Und die Bratwürste vom... Habaneros natürlich. Ja. Also und die Bratwürste vom Peter, vom Thomas, also auch die ganz normalen fränkischen Bratwürste sind wirklich ein Gedicht. Da braucht man auch keinen Senf dazu. So. Die haben wir auch da noch. Oder lassen wir die so? Die können wir eigentlich so lassen. Ja. Können wir das auch drauf tun? Egal. Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt... Dann den Teller, jetzt können wir die Teller, glaube ich, schon. Die Kotelett, dann schneide ich schon mal das. Schauen wir mal. Das können wir natürlich auch noch da mit rein. Schneide ich in kleinere Stücke. So, der Aaron, unser
ist unser Auszubildender, sehr vielseitig einsetzbar, kann auch heiße Dinge anfassen. Und den finden Sie auch mit vielen Fotos und Videos bei uns in der Kommunikation im Jahrbuch, auch zusammen mit Lene. Lene Heberlein ist die Tochter vom Hans Heberlein und Conny Heberlein vom alten Schloss in Kledorf, ist eben auch schon viele Jahre, ja eigentlich als Baby schon Gastronomie erfahren und macht für uns jetzt noch morgen, heute Morgen und am Sonntag den Service. Praktisch auch ein Heimat auf dem Teller Urgestein. So. Sind noch nicht gewürzt. Okay. Bitte? Ja, kann man bei dir schon auflegen, Thomas? Ja, ich muss noch ein bisschen Pfeffer drüber machen, dann habe ich es. Okay. Also das Fett ist ein Fett, das man nicht wegschneiden muss, sondern das einfach sehr köstlich ist und das zum Essen gedacht ist. Deswegen. Drauf. Das ist die kleine zum noch. Zwei. Damit Fleisch, das andere Fleisch noch dazu. Also, ja. Ja, das ist zu wenig zum. Karotten nicht vergessen. Haben wir auch noch einen Löffel dafür. So, wenn wir anrichten, wird es bei uns immer ein bisschen ruhiger. Wenn Sie dann essen, wird es bei Ihnen wieder ein bisschen ruhiger. Das ist alles. Gleicht sich aus. Man kann den Thomas in Lieritzhofen oder seine Schweine auch besuchen, aber nicht im Moment, sondern erst in wieder 2 Wochen oder so. Moment. Okay. Ja, momentan sind wir am Umbau von Sommer auf die Winterweide. Da ist es etwas schwierig. Aber wenn sie dann auf der Winterweide sind, dann sieht man sie auch vom Wanderweg aus. Weil jetzt momentan besteht die Gefahr, dass sie im Wald sind und dann sieht man kein Schwein praktisch. Und jetzt bin ich extra hergefahren und man sieht kein Schwein, wie gemein. Das ist wie überall, nur fürs Fernsehen, ne? Ja, genau. Ja. So. Karotten, sorry. Wer macht die Kartoffeln? Da, Thomas. Kartoffeln sind bereit. Ja, los dann. Ja. Okay. Ja. Die ganze Pfanne, genau, perfekt. Weniger nehmen. Habe ich noch ein Schlusswort? Ja, okay. Machen wir schon. Doch. Macht er gerade. So, genau. Aaron.
Ach, die Soße. Selbstverständlich haben wir Soße dabei. Okay, also, wenn Sie das Weideschwein kennenlernen wollen, gehen Sie auf schwabhof.bayern, also nicht .de, sondern schwabhof.bayern. Da finden Sie alles auch, wie Sie sich anmelden können, dass Sie Nachricht bekommen, wenn das Schwein kommt. Wenn Sie die passende Küche dazu brauchen, in Einzelanfertigung aus dem Holz der Region, dann melden Sie sich bei den Möbelmachern in Untergrumbach. Und wir wünschen jetzt mit dem letzten Löffel Soße noch einen wunderbaren guten Appetit. Bedanken uns bei der Lene, beim Aaron, beim Thomas. Einen schönen Abend noch auf der Consumenta und bis bald besuchen Sie uns. Dankeschön. Ich wünsche auch allen guten Appetit, freue mich, dass ich hier sein durfte und hoffe natürlich, dass es allen gut schmeckt.